Ja, servus Jungs und Mädels. Heute haben wir wieder was gemacht im Dutchofen. Und zwar habe ich diesmal probiert einen Zwiebelrostbraten mit selber gemachten Zwiebeln, ein bisschen Bratkartoffeln dazu. Und vom Fleisch her habe ich da genommen einfach Roastbeef. Das war aber diesmal ein Dry-Age Roastbeef. Und das will ich jetzt mal probieren, weil sich das bewährt hat. Und was wir alles braucht haben dazu, und wenn wir das gemacht haben, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Also gut, kommen wir zu den Zutaten. Da habe ich jetzt auch wieder von meinem Metzger im Mantel. Da habe ich diesmal Dry-Aged Roastbeef gekriegt. Das ist also schön, das schaut gut aus, schön marmoriert. Das sind jetzt so Stücke zwischen 120 und 140 Gramm. Da habe ich jetzt ein volles Stück. Dann brauchen wir Zwiebeln. Zu den Zwiebeln ein wenig Mehl. Und ein wenig Gewürz haben wir da gemacht. Paprika, Salz, Pfeffer und das Mehl dazu. Und den werden wir dann emulieren und den wir in Sonnenblumenöl, den wir dann auch so frittieren praktisch. Und für die Sauce lassen wir noch ein paar Zwiebeln dann da, wegen Tomatenmark, wegen Rotwein und wegen Gemüsebrühe habe ich jetzt da genommen bloß. Und dann machen wir bloß noch Bratkartoffeln dazu und dann schauen wir, wie das wird. Und dann sehen wir es eben, wenn ich die Zwiebeln mache. Die Zwiebeln, die mache ich aber allerdings nicht in einem Dutchofen heute, weil ich bloß einen habe. Den mache ich im normalen Topf. Das geht genauso. Und den mache ich dann im Dutchofen. Das ist Roastbeef. Ja gut, machen wir mit den Zwiebeln weiter. Da tue ich jetzt mal ein bisschen so ein Gewürz drüber. Und ein bisschen Mehl mal. Seht ihr jetzt schon, wie viel ich da brauche. Und dann mischen wir den mal schön durch, dass überall ein wenig Mehl drauf ist. Und dann können wir es auch frittieren. Schauen wir mal. Da habe ich jetzt bloß normale Ringe geschnitten. Ein bisschen Mehl mache ich da rein. Gewürz, das muss ich lang, weil ich drauf habe. Und dann habe ich gesagt, dann tue ich den in den Topf mit dem heißen Öl und frittiere den raus. Und dann kann man sich ums Fleisch kümmern. Dann tun wir nochmal das Fleisch ein wenig salzen und pfeffern, mehr tue ich da gar nicht. Ein bisschen Salz. Von allen zwei Seiten. Und dann werden wir es anbrauen im Dutchofen. Aber das Fleisch, das ist wirklich ein schönes Fleisch, schön marmoriert. Ich mache jetzt vor allem zwei Seiten. Und dann sehen wir sie wieder. Also gut, das Öl ist heiß, weil ich auch ein bisschen. Jetzt sehen wir nochmal das Fleisch ein. Das wir auf alle zwei Seiten schön anbrauen. Nur ganz kurz. Vielleicht so 2-3 Minuten. Dann sehen wir das Essen wieder. Und dann machen wir mit der Sauce weiter und zum Schluss nehmen wir das Fleisch wieder rein. Ja, gut, ein paar Minuten sind jetzt umgegangen. Jetzt drehen wir es. Dann machen wir die anderen Seiten noch. Ja, die Röstaromen sind da. Machen wir den noch ein paar Minuten und dann passt das. Und dann müssen wir es wieder raus. Ja, das Fleisch habe ich jetzt essen wieder. Jetzt tue ich ein paar Zwiebeln rein und dann eine Tomatenmark und dann tue ich mit Rotwein anlöschen. Ja, das ist das ganze Ei.
Ja, die Zwiebeln haben schon ein wenig Farbe gekriegt. Dann kann ich ein bisschen die Tomaten machen, mal rein. Da jetzt auch ein wenig mit anreißen. Und dann, wie gesagt, Rotwein. Und dann machen wir die Sauce fertig. Ja, jetzt kann ich gleich mal irgendwie anlöschen. Ein Prise Möll noch mit dazu, dass er ein wenig bindet. Da jetzt gleich noch ein wenig Brühe drauf. Schön verrühren. Und da mal unten wieder Kohlen weg da, weil die sind mir zu viel. Dann gehen wir das Fleisch wieder rein da. Also die Sauce war jetzt soweit fertig. Jetzt kommen wir das Fleisch wieder dazu da. Das nehmen wir jetzt noch mit rein. Das nehmen wir jetzt dann vielleicht so, ja, so 10 Minuten, Viertelstunde, ich weiß jetzt nicht, wie lang dass das braucht. Ich würde sagen, so um die 70 Grad den Saft mit dazu. So 70 Grad, so was leider nicht einmal. Ich würde es natürlich probieren auch, beziehungsweise habe ich probiert schon. Aber da muss ich heute ehrlich einmal sagen, ich habe das jetzt lang drin gehabt. Ich hätte es gern ein wenig Medium mehr gehabt. Aber das ist mir nicht gelungen. Das ist jetzt zwar durch, aber geschmacklich, muss ich sagen, ist das sehr gut. Ich habe die Zwiebeln und die Sauce dazu. Bis auf das, was ich gesagt habe, nicht ganz so lange hätte ich es drin lassen, dass nur ein wenig blutiger war oder saftiger. Aber nichtsdestotrotz wird es jetzt vergessen. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es das mal nicht so geworden ist, oben irgendwo kommt jetzt noch mein Logo. Da könnt ihr draufklicken, könnt ihr mich abonnieren oder einen Kommentar geben, weil ich es das nächste Mal besser machen soll. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.